Sie galten den Nationalsozialisten als Ballastexistenzen, die angeblich die Gesundheit des sogenannten Volkskörpers bedrohten. Eine Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin dokumentiert jetzt die Morde und Verbrechen des Naziregimes an Hunderttausenden geistig Behinderten, psychisch Kranken und unheilbar kranken Menschen im Rahmen des sogenannten Euthanasieprogramms. Der NS-Staat hat die Rassenideologie zum Programm gemacht. Und das bedeutete, dass alles das, was nicht in dieses Rassenschema hineinpasste, von ihnen langfristig umgebracht, entsorgt wurde. Und das mit einer Rigorosität, die es davor und danach nie wieder gegeben hat. Unter Mithilfe von Ärzten und Wissenschaftlern wurden allein 1940 und 1941 in 6 Tötungsanstalten zehntausende Menschen systematisch ermordet. Der Schuhmachermeister Martin Bader litt an einer Form von Parkinson. Auch er wurde in dem später als T4-Aktion bekannt gewordenen Programm getötet. Sein Sohn erinnert sich. Im Jahr 1940 bekam meine Mutter, nachdem sie eine Postkarte an ihn geschrieben hatte, die zurückkam von der Heilanstalt, Aufenthaltsort unbekannt, bekam sie die Nachricht von dem Direktor der Heilanstalt. Ihr Mann wurde vor einigen Tagen in eine andere Anstalt verlegt, die mir unbekannt ist. Dieser Direktor Dr. Götz wusste sehr wohl, wohin mein Vater verlegt worden war, nämlich in die Tötungsanstalt Grafeneck. Bei der Tötung der Kranken und Behinderten wurden Giftgas und Krematorien eingesetzt. Die Mordaktion wurde den Nazis zum Modell für den wenig später einsetzenden millionenfachen Mord an den europäischen Juden. Viele der verantwortlichen Wissenschaftler und Ärzte wurden nie belangt und konnten ihre Karriere nach 1945 fortsetzen. Die Ausstellung im Jüdischen Museum ist noch bis zum 19. Juli zu sehen.